Ui, was ist das denn für ein Auto? Das habe ich ja noch nie gesehen. Solche Sätze hört man oft, wenn man mit dieser weißen Limousine unterwegs ist. In diesem Video erfährst du natürlich, was es für ein Auto ist. Das sage ich gleich, der Genesis G90. Was er kann, wie er sich fährt und wie viel Platz und Luxus er bietet. All das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hier bei diesem Video von Autonotizen mit dem Bernd und dem Oberklasse Genesis. Die automobile Oberklasse ist vor allem in Europa eine Nische, denn den Reichtum will man vielleicht gar nicht mehr so stark nach außen zeigen wie früher. Fährt jeder Unternehmer oder Selbstständiger, der sich es leisten kann, eine S-Klasse oder dann doch lieber ein SUV, der im Zweifel gar nicht günstiger ist, aber eben als SUV vielleicht nicht so oberklassenlimousinig aussieht. Und dann gibt es natürlich noch das Abdriften nach oben, die Menschen, die dann noch mehr Geld verschwenden können. Die fahren dann Mercedes Maybach, Rolls-Royce Ghost oder Bentley Flying Spur. Aber natürlich gibt es noch die Nische der Oberklasse-Limousine. BMW 7er, Mercedes-Benz S-Klasse und Audi A8 sind die typisch deutschen Vertreter. Und die stehen bestimmt bei vielen Kunden in Europa, aber auch weltweit auf dem Einkaufszettel. Aber nicht nur. Dieses Auto ist in den USA und Asien in diesem Segment durchaus erfolgreich, der Genesis G90. Und mit dieser Baureihe G90 begann ja auch die ganze Genesis-Geschichte. Er hat seinen Ursprung in einer Limousine, die damals noch Hyundai Genesis hieß. Und damit kommen wir mal zur Marke. Und das führt uns natürlich auch dahin, was ist denn dieses Auto? Genesis ist die Premium-Marke der Hyundai Motor Group, zu der gehören Hyundai, Kia und eben auch Genesis. Seit einiger Zeit sind Genesis-Fahrzeuge ja auch in Deutschland verfügbar und man möchte ganz klar gegen die etablierten Premium-Hersteller antreten. Es gibt zum Beispiel ein Mittelklasse-Modell, den G70, nebst SUV-Variante, dem GV70 oder GV70, je nachdem, ob man es Englisch oder Deutsch aussprechen will. Dann gibt es den G80 und GV80 und obendrauf den G90 als Top-Modell. Und der zeigt das Genesis-Design, wie ich finde, par excellence. Wir haben den großen Grill, ein Markenzeichen der Fahrzeuge mit dem Logo darüber, was bestimmt auch nicht ganz unbeabsichtigt an britische Nobelmarken erinnert und viele Menschen auf der Straße auch erstmal fragen, ist das ein neuer Bentley? Ein typisches Designmerkmal von Genesis ist diese Two-Lines-Grafik, diese Zwei-Linien-Grafik, die für die Hauptscheinwerfer verwendet wird. Das sind übrigens hier Matrix-LED-Scheinwerfer, die ziehen sich bis in die Seitenpartie für die Blinker und auch am Heck wird dann dieses Stilmittel wiederholt. Das schauen wir uns gleich an. Während der BMW 7er mittlerweile ja eine fahrende Schrankwand ist, ein Audi A8 auch sehr kolossal rüberkommt und eine S-Klasse schon ein bisschen sportlicher wirkt, aber wenn man mal davor steht, wirklich auch ein großes Auto ist, verschleiert der G90 sein Format ein bisschen durch den extrem flachen Karosserieaufbau. 1,49 Meter ist er hoch und 1,93 Meter breit. Er wirkt sportlich und drahtig und ist damit vielleicht auch eine Alternative für Menschen, die sich aufgrund der sportlichen Optik im Oberklassensegment bisher einen Maserati Quattroporte vielleicht ausgesucht haben. Der wird ja nicht mehr produziert. Ähnlich sportlich dürfte der Genesis denn auch unterwegs sein. Das testen wir natürlich später. Blicken wir ihm aber erstmal unter die große Motorhaube, die weit öffnet. Wir haben es vielleicht gerade hier gesehen beim Aufmachen. Die Fuge über den seitlichen Leuchten. Und da steckt kein Elektroantrieb drin, sondern ein 3,5 Liter großer aufgeladener V6 Turboaufladung. Das ist ein 48 Volt Mildhybrid, das heißt, wir haben einen Startergenerator dabei, der dann eben auch für elektrischen
Zusatzboost sorgt. 415 PS ist die maximale Leistung. In 5,2 Sekunden sollte nun auf 100 gehen und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h erreicht. Werfen wir mal einen Blick auf die Profilansicht. Auch hier zeigt sich der flache Aufbau des G90. Er ist nämlich, obwohl er breit und flach ist, trotzdem extrem lang mit 5,28 Meter. Hat er also das Format zum Beispiel eines BMW 7er. Das hier ist die reguläre Variante des G90 mit 3,18 Meter Radstand. Es gibt auch noch eine Langversion, die ist 19 cm länger. Das heißt, wir haben 19 cm mehr Radstand, 19 cm längere Karosserie. Und das Auto wirkt dann ja eigentlich schon fast wie der Maybach-Gegenentwurf. Da gibt es dann auch andere Felgen, so hochglanzpolierte Felgen. Und damit wirkt das Auto dann durchaus anders und gestreckter. Ich habe es leider nicht geschafft, die Langversion jetzt auch parallel vor der Kamera zu haben. Vielleicht können wir das ja zum späteren Zeitpunkt mal nachholen, wenn es euch interessiert. Aber wir werden gleich sehen, dass auch hier im in Anführungszeichen regulären Genesis G90 natürlich in Hülle und Fülle Platz vorhanden ist, Luxus vorhanden ist. Und ich verrate euch auch gleich, warum es ein 3+1 Sitzer ist. Ist in den Augen mancher überspitzt dargestellt. Aber erst werfen wir einen Blick aufs Heck. Das fällt flach ab. Das ist so die typische Genesis-Limousinen-Designsprache, hier aber auch noch mal ein bisschen stärker akzentuiert. Wir sehen schon Parallelen zum etwas kleineren G80, den es ja auch elektrisch gibt, also Electrified G80 oder Electrified G80. Muss man ein bisschen Denglisch reden. Und dann haben wir hier aber eine eigenständige Leuchtengrafik mit dem durchgehenden Band. Also da wird diese Zwei-Linien-Grafik so ein bisschen aufgeweicht. Vorne haben wir das Logo, hinten steht dann der Schriftzug ganz groß. Und das Heck, das wirkt schon ein bisschen technoider, ein bisschen asiatischer auch im Vergleich zur Front. Spätestens da erkennen dann auch unbedarfte Passanten oder Verkehrsteilnehmer, dass das natürlich kein neuer Bentley ist. Auf Tastendruck am Schlüssel oder hier an der Klappe öffnet sich das Gepäckraumfach. Und die Vokabel ist vielleicht richtig gewählt, denn im Gegensatz zu über 500 Litern, den andere Limousinen in dem Segment so einladen können, bleibt es hier bei 368 Litern Kofferräumchen. Ist nicht allzu viel. Da wird vielleicht davon ausgegangen, dass der G90-Kunde sein Gepäck, wenn er mit dem Auto lange in die Ferien fährt, dann vom Luggage-Van voraus oder hinterher schicken lässt oder dann vor Ort eben zum Beispiel neue Dinge einkauft. Man sitzt natürlich gerne vorne links in so einem Auto, ganz klar, ich im Speziellen, aber der G90 ist natürlich vor allem auch ein Auto, was im Fond punkten will. Und da starten wir jetzt zur Sitzprobe. Bin eben drauf rumgeritten, dass es die normale Variante ist, also nicht die Langversion. Ich bin eine Langversion mit 1,92 Meter, den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt und hier gibt es phänomenal viel Knieraum. Die Tür schließt elektrisch. Sie öffnet auch elektrisch, machen alle vier Türen, dann geht die nur so ein bisschen auf und dann stößt man sie auf, aber ist dann so elektrisch unterstützt. Sozusagen auch eine Hybridtür, wenn man so möchte. Es gibt den G90 als Fünfsitzer oder als Viersitzer. Der Fünfsitzer ist ein bisschen günstiger, der hat dann hinten eine Rücksitzbank und natürlich weniger Luxus in Form dieser multifunktionalen Mittelarmlehne. Außerdem sehen wir hier zwei Bildschirme vor den Vorpassagieren und wir haben elektrisch einstellbare Sitze mit Memory-Funktionen. Ich kann das alles dann in der Tür speichern. Ich kann hier auch so eine Liegesitzfunktion dann einstellen, da kann ich dann ein bisschen entspannen und das bringt mir was als großer Mitfahrer in Sachen Kopffreiheit, denn das flache Auto und das abfallende Dach, das zeigt, dass hier hinten vielleicht nicht gerade der fast 2 Meter Europäer irgendwie im Lastenheft stand für den Kopfraum oder Sitzkomfort in Sachen Höhe hinten. Da ist dann ja ein bisschen die Funktion, die der Form folgt, müsste man dann eben ausprobieren, ob einem das reicht, wenn man denn dann in seinem Auto hinten sitzt. So, jetzt stelle ich mir den Sitz dann hier mal wieder steiler. Dazu, wir sehen es hier, für den rechten Sitz in der Mittelkonsole gibt es dann da die entsprechenden
Bedienfelder und ich kann dann hier auch mit dieser Taste den Passenger Seat aktivieren und dann kann ich hier von hinten zum Beispiel für mehr Beinraum sorgen und mir dann hier auch ein kleines Fußstützkissen ausfahren. So, und wenn ich jetzt dann den Sitz ganz nach vorne fahre, das ziehen wir jetzt mal durch, ne? Und dann hier auch noch diese Liegeposition mache, dann habe ich hier also ein bisschen Oberklasse-Feeling. Kommen wir zum Monitor und zum Bedienkonzept. Genesis vertraut in seinen Fahrzeugen auf den Drehdrücksteller und da kann ich dann hier zum Beispiel rechts den Monitor aktivieren, kann dann ein Navigationsziel eingeben, kann mir hier Kopfhörer aktivieren zum Musik hören, kann verschiedene Einstellungen machen. Natürlich kann ich auch das Audiosystem dann hier beeinflussen, denn der Chef, der sitzt hier hinten, kann Videos ansehen, wenn ein Gerät angeschlossen ist oder hier, wenn ich Lust habe, auch die Ambientebeleuchtung ändern und dann hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Also da hat man dann die volle Kontrolle. Wetterdaten gibt es online, Sportinformationen und so weiter und so fort. Außerdem kann ich die Audio-Lautstärke über einen Drehregler bedienen und alles das, was der hinten rechts sitzende Passagier so kann, das kann der links sitzende auch. Wenn ich jetzt dann einfach hier links dann das aktiviere, habe ich natürlich den gleichen Monitor, kann hier auch die Türen öffnen und schließen. Das Smartphone lädt induktiv hier hinten in der Mittelarmlehne. Gibt es aber auch noch USB-C-Anschlüsse und zwei Kopfhöreranschlüsse. Und ich habe hier hinten eben nicht nur die Möglichkeit, den Sitz zu verstellen, ich kann ihn beheizen, ich kann ihn belüften und ich habe auch auf beiden Plätzen hier hinten eine Sitzmassage mit vielen verschiedenen Massageprogrammen. Hier habe ich dann in einem weiteren Display die Möglichkeit, zum Beispiel die Massage einzustellen. Hier habe ich dann die Bereiche im Körper, die ich gerne massiert hätte und dann kann ich die Länge einstellen und das ist dann eben hier alles möglich. Außerdem kann ich dann hier auch nochmal über den Touchscreen anstelle der physischen Medienelemente auch die Außensitze hinten und den Beifahrersitz einstellen. Also alles hier möglich und dann habe ich hier eben auch die Möglichkeit, die Sonnenschutzrollos dann zum Beispiel, machen wir das mal hier zu schließen, auch an der Heckscheibe gibt es eins, oder wieder öffnen. Da muss also kaum ein Finger gekrümmt werden, sondern es reicht dann eben die Bedienung des Touchscreen-Displays hier in der Mitte. Und das sorgt eben dafür, dass dieser G90 zum Viersitzer wird, denn hier gibt es dann eben keinen Platz für einen dritten Passagier. Es gibt aber Platz für Ablagefächer, auch eine kleine Durchreiche nach hinten in den Kofferraum. Ein Kühlschrank ist jetzt hier nicht drin, müsste man es dann mal in der Langversion ansehen. Außerdem ist dann hier auch noch unter einer Klappe die Möglichkeit, eben zwei Becher hier zu parken. Und natürlich gibt es Lüftungsausströmer für den Vor. Ganz klar, wenn ich hier die Klimaanlage einstellen kann, dann will ich natürlich auch den Effekt spüren. Oben sehen wir ein Schiebedach. Und das hat einmal hinten eine Verdunkelung und vorne. Und das Schiebedach öffnet dann über Fahrer und Beifahrer. Dann gibt es Make-up-Spiegel. Oder wenn man mal nicht mehr weiß, wie man aussieht, kann man auch sich hier an sich selbst erinnern. Und dann sehen wir hier auch eine von unzähligen Lautsprecherbatterien des Bang & Olufsen Soundsystems hier im Auto. Also hier hinten kann man es echt aushalten und sich chefmäßig natürlich chauffieren lassen. Und was fehlt da noch zum Chauffieren lassen? Der Fahrer, wie der so sitzt und wie er fährt, das checken wir jetzt. Der Arbeitsplatz für den Fahrer ist vorne, aber auch der Platz für den G90-Eigentümer, der ein bisschen Spaß haben will. Wenn es dann um die Fahrleistungen geht, das erkläre ich gleich. Blicken wir aber erstmal hier aufs Raumangebot. Die Sitze vorne finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen klein. Ich bin es aber natürlich nicht der Kleinste. Ich würde mir aber durchaus eine höhere Rückenlehne und auch eine höhere Kopfstütze wünschen. Da sitzt man in den Sesseln eines 7er BMWs zum Beispiel ganz anders und hier drückt dann eben auch ein bisschen das Dach mit der flachen A-Säule optisch zumindest oder gefühlt auf den Kopf. Hier zeigt man eben auch, der G90 will eine Sportlimousine sein und nicht nur in Anführungszeichen luxuriös. Er kann in Sachen Verarbeitung, Anmutung und Cockpitgestaltung ziemlich viel. Wir sehen hier schon eine bequeme Armauflage. Das Fach hier ist geteilt, dann öffnbar. Auch hier haben wir eine
induktive Smartphone-Ladeschale und ich kann auch die Türen elektrisch öffnen und schließen. Der Fahrer zum Beispiel, wenn er einsteigt, bei dem reicht es, wenn er auf die Bremse tritt, dann geht die Tür zu. Und ich kann jetzt aber auch die Beifahrertür zumachen, indem ich jetzt hier eine Taste drücke und dann geht die zu. Zweispeichen-Lenkrad hat ein echt interessantes und wie ich finde schönes Design. Wir haben einen kleinen Pralltopf in der Mitte und dann die Tasten für die Multifunktionssteuerelemente dann so ein bisschen hervorgehoben und dahinter ist es dann getellert. Das finde ich ganz schön und dann sehen wir hier Schaltwippen, sehen aus wie Metall, sind aber aus Kunststoff. Genesis nutzt natürlich Konzernbauteile der Hyundai Motor Group wie auch die Lenkstockhebel und auch das Infotainment-System, dazu kommen wir gleich, blicken aber erst nochmal hin das Lenkrad, da sehen wir das voll digitale Instrumentendisplay, da kann ich mir dann hier verschiedene Anzeigen aufrufen, wir haben zum Beispiel dann hier auch eine Kamera-Voraussicht, wir haben Navigationsdaten, die hier aufgerufen werden können und Fahrassistenz, Bordcomputerangaben, also das kann ich mir hier alles konfigurieren und dann kann ich hier auch noch hergehen und verschiedene Inhalte hier auf der rechten Seite zum Beispiel aufrufen und da sehen BlackBerry-Nutzer aus der Vergangenheit so ein bisschen Erinnerungen an die vergangenen Zeiten oder Mercedes-Benz-Fahrer, denn dieser leicht unergonomische Touch, ja Knubbel ist es nicht, dieses Touch-Quadrat, das führt dann dazu, dass man während der Fahrt vor allem doch teilweise übers Ziel hinauswischt. Und dann sehen wir also hier Tasten, dieses Touch-Element und Kippschalter. Das ist eine ganz schön vielfältige Anordnung von Bedienelementen, so nennen wir es doch mal. Also haben wir hier das digitale Instrumentendisplay. Es gibt ein Head-Up-Display, was seine Informationen direkt auf die Windschutzscheibe spiegelt. Und auch da zeigt der Genesis G90, dass er für ganz große Fahrer vielleicht nicht so geeignet ist. Denn obwohl ich das Head-Up-Display über das Infotainment-Menü in die niedrigste Position gestellt habe, blicke ich so darauf, dass der oberste Rand der Anzeige für mich nicht ersichtlich ist, weil meine Augen einfach zu weit oben sind. In der Mittelkonsole gibt es ein separates Bedienelement für die Klimaautomatik mit gut erreichbaren Kippschaltern für die Temperatur. Und dann sehen wir hier die Möglichkeit, einmal über Tasten und über diesen kleinen Touchscreen dann eben auch noch Einstellungen vorzunehmen. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier auch den Innenraum beduften. Finde ich fast ein bisschen viel, aber ich bin allgemein nicht so der Parfum-Fan. Und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, sich das verschieden zu konfigurieren. Ich kann die Klimaanlage an- und ausschalten. Es gibt auch einen Luftreiniger, der an Bord ist. Da gibt es dann auch die Meldung, ob die Feinstaubkonzentration gerade erhöht ist und gereinigt wird oder was dann da eben im System passiert. Hier haben wir eine Tastenleiste. Auch das kennen wir von vielen Hyundai Kia-Modellen und auch Genesis-Modellen. Und das ist einfach in der Ergonomie unübertroffen. Das heißt, ich kann hier direkt zum Beispiel auf die Navigationskarte wechseln. Ich kann auf Media wechseln oder mir auch eine Favoritentaste dann hier belegen. Oder dann hier in das Menü mit den Fahrzeugeinstellungen, mit dem Setup. Und wir haben dann hier eben auch den Drehdrücksteller, um alles einzustellen. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, ich möchte hier ein Telefon verbinden. Leider geht Apple CarPlay nur mit Kabelverbindung, das ein bisschen antiquiert. Kabellos habe ich es nicht geschafft, das iPhone zu spiegeln, aber man kann natürlich dann das iPhone als Bluetooth-Quelle für Audio auch nutzen. Ich drehe also hier zu den jeweiligen Menüpunkten und durch einen Druck auf den Drehdrücksteller komme ich dann ins jeweilige Untermenü. Dann kann ich entweder hier nach links swipen mit dem Drehdrücksteller, um wieder ins Hauptmenü zu kommen, oder ich kann dann hier auch eine der Tasten verwenden, da habe ich eine Heimat-Taste, eine Menü-Taste und auch eine Zurück-Taste. Außerdem gibt es dann hier Walzen, um die Audiolautstärke und Radiosender oder Musikstück zu ändern. Sitzheizung und Sitzlüftung lassen sich dann hier in der Mittelkonsole aktivieren. Außerdem auch die Drive-Modes, das Türenschließen, was ich zeigte. Die Sitzmassage lässt sich dann hier über eine Taste in der Tür aktivieren und dann kann ich über den Drehdrücksteller dann hier auch das jeweilige Massageprogramm auswählen. Also haben wir Sitzmassage hinten, Sitzmassage für den Fahrer, natürlich schon auch schön, wenn der Arbeitsplatz dann entsprechend angenehm gestaltet wird. Und ich sagte vorhin, der G90 ist ein 3+1 Sitzer, denn wer vorne links sitzt,
der hat nicht ganz so schön im Auto. Der muss nämlich auf die Sitzmassage leider verzichten. Und deswegen dürfte der Platz vorne rechts jetzt nicht unbedingt der präferierte Sitz im G90 sein. Wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich viel lieber hinter dem Lenkrad Platz nehme. Da bleibe ich auch gleich sitzen, schließe den Gurt und wir starten zur Testfahrt. Ab 1300 Umdrehungen, also knapp über Leerlaufdrehzahl, liegt das maximale Drehmoment von 549 Newtonmetern an. Was bedeutet das? Das Auto stürmt stets vehement nach vorne. Der Bug hebt sich leicht an. Das finde ich ganz nett gemacht, weil dadurch eben so dieser Drang nach vorne nochmal unterstützt wird. Natürlich haben wir hier auch die allumfassende Assistenzabteilung des Konzerns mit an Bord, inklusive der Verkehrszeichenerkennung, die immer zu lautstark, wie ich finde, dann darauf hinweist, dass man mal 1 km/h zu schnell fährt. Das muss man, das ist ja EU-Recht, dann jedes Mal nach dem Motorstart neu ausschalten übers Menü. Das Fahrwerk bügelt fast alles glatt, was der deutsche Straßenbau so zu bieten hat. Gleichzeitig wird dann sanft darüber geschwebt. Wir haben eine Luftfederung, eine Mehrkammerluftfederung an Bord und wir haben eine adaptive Dämpfersteuerung, die die Straße liest, also die Sensorik übermittelt dann in Echtzeit die Informationen an die adaptive Dämpferregelung und das Fahrwerk wird entsprechend angepasst. Außerdem kann ich dann auch noch Fahrmodi wählen, wir haben Eco, Komfort und Sport und wenn ich dann lange auf der Taste bleibt, dann gibt es auch noch einen Chauffeurmodus. Ich bin die meiste Zeit im Komfortmodus unterwegs und da passt das hier alles wunderbar. In der Stadt macht die Hinterachslenkung den G90 schön wendig. Man kommt auch in enge Gassen rein und das Heck wirkt dann so ein bisschen leicht auch. Bei höherem Tempo wird gleichsinnig eingeschlagen und das erhöht natürlich die Spurstabilität. Der Verbrauch liegt nach WLTP-Norm bei knapp über 10 Litern. Das konnte ich im Testalltag leider nicht so ohne weiteres erreichen. 15 Liter trinkt der aufgeladene V6. Man merkt also, dass die Mildhybrid-Technologie hier vor allem auch den Leistungsboost bringt, weniger der Effizienz zugute kommt. Aber klar, das Auto wiegt über 2,3 Tonnen. Wir haben natürlich eine große Oberklasse-Limousine und da ist der Verbrauch jetzt auch nicht allzu weit von dem entfernt, was man ja natürlich erwarten kann. Die große Limousine eignet sich natürlich hervorragend auch zum Abspulen langer Strecken und das passiert am besten auf der Autobahn. Da fahren wir jetzt mal drauf und können dann die Fahrassistenz checken und auch hier die Beschleunigung ausprobieren. Wir sind normal tagsüber unterwegs, wir haben viel Verkehr und deswegen werden wir jetzt nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 250 herankommen. Aber wir sehen jetzt hier schon die Verkehrszeichenerkennung, denkt immer noch, wir sind innerorts, die ignorieren wir jetzt mal. Und auch jetzt beim hohen Ausdrehen hört man den Motor natürlich, aber das Auto ist wahnsinnig gut geräuschgedämpft. Und wenn wir jetzt hier eben die Automatik dazu motivieren, wieder ein paar Gänge nach oben zu schalten, dann hört man nicht zum Antrieb. Wir haben ein paar Windgeräusche um die A-Säulen, aber auch hier der Fahrkomfort, der Geräuschkomfort, phänomenal und das ist wirklich Oberklasse. Ein Tempolimit ist vor uns, Zeit, die Assistenz Systeme auszuprobieren über den Druck am Lenkrad ist jetzt der Spurhalter aktiviert, die Geschwindigkeitsregelanlage und die Abstandhaltefunktion und ich kann dann natürlich hier auch das Tempo entsprechend anpassen. Ich wechsle jetzt mal die Spur. Wir haben den Totwinkelmonitor in der Anzeige, der hilft natürlich auch beim Spurwechsel und dann kann ich hier meine Bahnen ziehen. Das automatisierte Fahren mit Spurwechselfunktion, wie wir es zum Beispiel von einem BMW 5er kennen, das gibt es noch nicht. Da ist der G90 also so minimal dahinter. Könnte man jetzt aber auch so formulieren, dass er natürlich auch in dieser Hinsicht das fahraktivere und das fahrerorientierte Auto bleiben will. Wäre doch mal vielleicht eine Idee für die Marketingliteratur des Herstellers. Ich habe jetzt auch noch eine Idee und ich hoffe, ihr kommt mit bei dieser Idee. Wir fahren jetzt nämlich zum Fazit.
wenn ich nur halb so lässig wäre wie der 3,5 Liter V6 hier im G90, dann wäre ich schon ein ganz cooler Typ. Dafür trinke ich weniger. 15 Liter Verbrauch sind nicht ohne. Er liegt damit deutlich über dem WLTP-Wert. Aber natürlich bin ich auch schnell Autobahn gefahren mit dem Auto, wo er auch echt extrem krass marschiert. Aber sonst so im normalen Überlandverkehr, man braucht dann schon sensiblen Gasfuß, um den Verbrauch zu senken. Dennoch finde ich das Auto echt ja, fast schon betörend in Sachen Federungskomfort. Wir haben die Luftfederung mit adaptiver Dämpfersteuerung, die ja vorausschaut und dann die Dämpfer einstellt mit der Sensorik. Ein toller Geräuschkomfort, bis auf Wind hört man eigentlich nichts, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und im vorn tollen Sitzkomfort. Persönlich finde ich halt leider das Dach ein bisschen zu flach für große Menschen wie mich. Und auch vorne der Fahrersitz, der ist schon wunderbar so. Aber wenn man halt, wie ich, in der glücklichen Position ist, einen BMW 7er zum Beispiel zu kennen oder andere Oberklasse-Autos, dann merkt man da eben schon ein bisschen den Unterschied. Und das zeigt aber auch ganz klar, dass der G90 natürlich die sportliche Alternative sein will in dieser Fahrzeugklasse. Und wer ein Auto möchte, mit dem er auffällt, aber nicht negativ auffällt, sondern dass ein Hingucker ist und eben das den besonderen Geschmack darstellt, der wird hier auf jeden Fall fündig. 116.180 Euro kostet dieser Testwagen hier. Das ist der G90 mit dem kurzen Radstand als Viersitzer. Da ist dann das Fahrwerk drin, das ich gerade erwähnt hatte, die Sitzmassage hinten und die Lüftung mit dieser Einzelsitzanlage, Navigation, Bang & Olufsen Soundsystem. Es gibt keine Optionen. Man kann aus ganz vielen Innenraumwelten und Lackfarben wählen. Unser Testwagen ist hier in einem matt-weiß lackiert. Sieht ganz gut aus. Wer in diese Preisregion ein bisschen sparen will, der kann für 112.180 Euro den Fünfsitzer nehmen. Mit eben einer weniger opulenten Sitzkomfortausstattung im Fond. 10.000 Euro mehr als der hier, also genau 126.180 Euro kostet die Langversion. Ordnen wir doch das mal ein. Natürlich viel Geld jetzt hier unser Auto, 116.000 Euro. Dafür gibt es dann eben schon auch Oberklasse-Limousinen der angesprochenen Konkurrenz. Die ist dann aber bei weitem nicht so ausgestattet wie der G90. Und wenn wir jetzt mal eine der deutschen Limousinen annähernd auf dieses Niveau bringen wollen würden, dann bewegen wir uns schon so Richtung 170, 180, 190.000 Euro. Und auch in diesen Regionen dürften das dann schon Preisunterschiede sein, die vielleicht für den einen oder anderen eine Rolle spielen. Genesis bringt mit jedem Auto 5 Jahre Garantie mit, aber nicht nur das, sondern 5 Jahre Service und Wartung inbegriffen. Das Auto wird zu Hause abgeholt, wieder nach Hause gebracht, also der Rundum-Service. Und der dürfte vielleicht auch noch für den einen oder anderen dann den Ausschlag geben zum Auto. Allzu viele G90 werden wir dennoch, denke ich mal, nicht auf deutschen Straßen sehen. Zum einen, weil das Segment hier sehr klein ist, zum anderen, weil natürlich dann schon die Platzhirsche den Markt verteidigen, auch mit subventionierten Leasingraten. Aber ich finde, das Auto ist eine schöne Bereicherung, nicht nur optisch, sondern vor allem auch technisch und in Sachen Fahrspaß und Fahrkomfort. Wenn ihr Lust habt, mehr zum G90 zu erfahren, dann könnt ihr das auf der Website tun, autonotizen.de, das verlinke ich natürlich unten. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch den Link zur Playlist mit allen Genesis-Videos hier auf dem Kanal. Und mich würde eure Meinung interessieren zum Auto, zur Marke, zur Fahrzeugklasse und auch darüber, ob wir uns auch die Langversion mal ansehen sollen des G90 oder vielleicht auch andere Exoten im Luxussegment. Mir fällt zum Beispiel der Lexus LS ein, den gibt es ja auch noch. Da würde es mich doch freuen, mal eure Meinung zu hören. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank für die Mitfahrt, dass ich euch chauffieren durfte im G90. Und beim nächsten Mal gibt es bestimmt auch wieder ein Auto, was ein bisschen weniger kostet und ein bisschen weltlicher ist. Aber wir wollen hier ja alles abbilden und man darf ja auch mal ein bisschen träumen, oder? Träumen könnt ihr jetzt. Wenn es schon später am Abend sein sollte, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke an Andi fürs Filmen und bis bald. Ciao.